Lieben, eine kleine Anekdote aus meinem Leben als Arzt und Therapeut. Eine Patientin von mir bedankt sich bei mir, dass sie jetzt endlich, weil sie bestimmte Dinge gelernt hat in der Zusammenarbeit, einen Mann kennengelernt hat, mit dem sie richtig glücklich ist und beschreibt das so und alles ist wunderschön. Dann sagt sie, ja, aber neulich, ne, habe ich das Gefühl gehabt, der liebt seine 6-jährige Tochter mehr als mich und dann habe ich ihm das gesagt. Und das hat also dann eine große Diskussion gegeben. Und irgendwie ist das jetzt angespannt. Sag ich, na klar ist das angespannt. Wenn mich das eine Frau fragen würde, dann würde ich ihr sagen, du schau mal, meine Liebe, ne? Da gibt es dich als die Frau meines Herzens. Da gibt es meine Tochter, die anderen Töchter, die Tochter. Dann gibt es noch einen Hund und dann gibt es eine Currywurst. Und dann gibt es bestimmte Situationen, ne? Und dann kommst du plötzlich dazu, während ich die Currywurst esse, und dann sagst du, du beschäftigst dich mit der Currywurst mehr als mit mir. Du liebst diese Currywurst mehr als mich. Ne? Dann sage ich, ja klar, im Moment habe ich die Currywurst zum Fressen gern. Und in der anderen Situation habe ich dich zum Fressen gern. Wenn jemand das mit mir machen würde, dass er kommt und sagt, du liebst ja deine Töchter mehr als mich, und mir so einen Vorwurf macht oder nur so eine Bemerkung, dann würde ich sagen, es war sehr nett mit dir, aber privat kann ich mich mit so einem Mist nicht beschäftigen. Das höre ich mir vielleicht an von einer Patientin, aber nicht privat. Alles Gute, langes Leben. Denkt mal drüber nach.